Sehr gut, Mr. Vader. Ich glaube, so können wir der Rebellion eine Lektion erteilen. Perfekt. Kontaktieren Sie das nächstgelegene Schiff dieser Versager. Hier spricht Darth Vader. Ich wollte euch mitteilen, dass ich einen eurer wichtigsten Druiden gefangen habe. Wenn ihr euch ergebt und euch der dunklen Seite der Macht anschließt, wird ihm nichts passieren. Oh, sehr gut gemacht, Meister. Ich weiß. Und jetzt bestellst du mir eine Pizza. Sir, ich glaube, wir sind gefangen. Seien Sie still, das habe ich selbst gemerkt. Ihr seid ja gar nicht der Pizzabote. Hey, stehen geblieben! Aber auch unser Lego Star Wars Kurzfilm. Ich hoffe, es war spannend für euch. Für uns war es auf jeden Fall spannend, denn wir mussten mal wieder so richtig ans Limit gehen, was den Schnitt, das Drehen und so weiter angeht. Aber ich glaube, das Ganze hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr könnt uns euer Feedback ja auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wir müssen auf jeden Fall ein dickes Danke raushauen. Einmal natürlich an euch fürs Zusehen, aber auch an unsere Partner Amazon und Lego, die das Ganze hier ermöglicht haben und dafür gesorgt haben, dass wir so ein großes Projekt auf die Beine stellen können. Gemeinsam mit denen sind wir aber übrigens auch noch dieses Wochenende in Berlin unterwegs, denn Amazon hat einen Pop-Up-Store am Kudamm in Berlin und dort werden wir am 23. und 24. November quasi fast den ganzen Tag lang dort sein, werden ein bisschen mit Lego spielen, ein bisschen euch treffen, mit euch quatschen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schaut einfach mal vorbei. Wir halten euch aber auf jeden Fall auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden, wo wir gerade sind, was gerade abgeht und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt uns da eigentlich kaum verpassen. Wir haben euch aber auch schon in den letzten Tagen oder eher gesagt gestern auf dem Laufenden gehalten, denn wir haben ein komplettes Video darüber gemacht, wie wir diesen Lego Star Wars Kurzfilm überhaupt gemacht haben. Das heißt, welche Special Effects wir genutzt haben, wie wir die angegangen sind, wie wir die gedreht haben. Und falls euch das interessiert, könnt ihr hier oben in der Infokarte oder in den Beschreibungen auf jeden Fall mal das Ganze abchecken und da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann sicherlich auch beim nächsten Projekt wieder. Also bis dahin, viel Spaß und tschüss!